Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe wieder was von Temu. Ja, ich habe ja letztens schon mal ein Video gemacht. Da habe ich von Temu mir Produkte im Wert von 50 Euro aussuchen dürfen. Habe dazu Videos gemacht und jetzt durfte ich mir nochmal für 27,42 € was aussuchen. Hab mir auch was ausgesucht. Aber für das, was ich mir ausgesucht habe, sieben Produkte, ist das zu leicht und zu klein. Mal überraschen lassen. Ich habe auch diesmal Produkte ausgewählt, was mich selber interessiert hat, wie die Qualität ist, ob man es benutzen kann, was vielleicht auch für viele andere wichtig ist. Und ein Produkt, nee, zwei Produkte, wo ich einfach mal die Qualität wissen will, wo ein Produkt kann ich nicht anfangen, das geht zu meiner Mutter, wo ich einfach mal nur gucken will, wie die Qualität ist, die Verarbeitung ist, im Gegensatz zu dem, was man sonst so bekommt. Werdet ihr gleich alles sehen. Weil ich glaube nicht, dass ich da denn was Positives sagen kann, weil ja viele gesagt haben, sag doch mal was Negatives. Bis jetzt habe ich aber nichts Negatives zu Temu zu sagen, außer das eine Ding, was mal kaputt war. So, aber nichtsdestotrotz wechseln wir jetzt einfach mal in die Unboxing-Ansicht. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Und wir schnibbeln das jetzt hier mal auf. Also wenn da jetzt wirklich alle sieben Produkte drin sind, die ich bestellt habe, dann fress ich einen Besen. Rein theoretisch vom Platz her geht das gar nicht und vom Gewicht auch nicht. Muss auch aufpassen, ich will hier nichts kaputt machen. Das ist ja klein. Ich hätte jetzt gedacht, das ist längs, aber okay. So. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem großen Ding hier an. Ja, wie ihr seht, das ist ein Behälter. Hier ist so ein Loch drin, da kann man dann so. Da kann man dann den vorhandenen, der ist hier drin, Wasser, Spende, Wasserhahn ranmachen und dann kann ich das im Kühlschrank stellen, kann mir hier den Deckel aufmachen, hier was reinmachen, steht das so im Fach. Ja. Für euch praktisch so, hier ist der Fach, der Boden und dann kann ich da einfach und dann kann ich so ein 2, nee, wartet ihr 3 Liter oder 2 Liter? 4 Euro noch was oder so kostet das. Bei Amazon haben sie auch für 6 Euro bei Temu und so und bei Amazon habe ich es auch für 6 Euro gesehen und 10 und 12 und 14 Euro und so. Da werden wir auch ein separates Video zu machen, wie wir das zusammenbauen werden. Und ja, mal gucken, ob so wasserdicht ist. Mal gucken, was hier drin ist. Hier könnte dann ja, eine Figur sein. Was? Gut, dann könnte doch alles drin sein. Gartenzwerg. Ah, Wikinger. Gut, ich habe nicht auf die Größe geachtet. Er sieht cool aus, aber ich habe gedacht, der wäre größer. So wie so groß wie ein Türstopper oder so. Ja, sowas wollte ich mir auch nochmal bei Temu bestellen. Haben so Wikinger Türstopper. Naja. Gut, der ist ein bisschen klein. Den brauche ich nicht zu meiner Mutter bringen. Den kann ich mir ins Regal stellen oder in meine Blumenrinne machen. Gut. Den gucken wir aber uns später dann genauer an. Vorderseite, Rückseite, Unterseite. Aber da fehlt noch eine Figur. Ich habe noch eine Figur bestellt. Wenn die jetzt hier mit noch drin ist. Okay. Herrgott, wie ist denn jetzt hier auf? Jetzt. So.
So, ich mache mal alles hier raus. So. Ja. Dann würde ich sagen, ich mache das mal hier auch mit rein. So, in die Thermotüte. So. Dass ich das alle zusammen habe. So, dann fangen wir mal hiermit an. Da werdet ihr euch fragen, hä? Was ist denn das? Wartet mal, ich mache euch mal ein Stück höher. Was ist denn das? Mit dem Bodengrupp. Das ist für die Mittelkonsole, also für, wo man den Ellbogen aufmacht, für den Kanal, da hat man ja so ein Stück. Und ist ja beim VW wird schmaler gewesen bei meinem und beim jetzigen ist es etwas breiter. Ja, und das hat hier zwei Gummibänder. Da und da, das macht man dann so rauf. Und dann hat man das nicht, dann schone ich mein Leder. Weil da habe ich Leder. Hab hier Stoff. Kann man schnell mal waschen oder halt mehrere holen für andere Design. Die gibt es, den Totenkopf, gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ich habe es auch als Sitzbezug, als Fußläufer, als alles Mögliche. Das gucken wir uns aber dann auch später nochmal genauer an. Okay, ist mit bei. Dann für meine Tochter Haarspangen in Sternchenform. In verschiedenen Farben. Weil sie hat zwar schmale, aber so große hat sie noch nicht. Oder hat ein paar, aber die sind mittlerweile wie immer abhanden gekommen. Aber das ist nicht ihre Schuld. So, dann habe ich hier Clips. Oh, die sind aber größer, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die sind kleiner und schmaler. Ja, da muss ich mal gucken, wie eng das denn drauf ist, weil ich meine Sonnenblende ist ja auch Leder. Das sind so Clips, werden wir uns dann später nochmal genau angucken. Die machst du auf die Sonnenblende rauf und dann hast du das halt dran und dann kannst du halt auch deine Sonnenbrille einfach ran und abmachen. So, dann haben wir hier einen Anhänger. Ja, das ist nur ein Anhänger in Form vom mit einem Totenkopf. Ich habe gedacht, das ist eine kleine Figur. Aber ist mein Fehler. Aber ist hart. Also ist eine kleine weiche Pappe. Ja, kann ich mein Smiley abmachen. Und vielleicht haben sie davon ja auch noch eine Figur. Vielleicht kann ich ja nochmal eine Zusammenarbeit machen. Und dann haben wir hier eine Ruffy-Figur in Gear 5-Form. Mit einem Podest. Achso, das Podest ist aber ziemlich klein. Also ich dachte, die ist was größer. Es stand auch keine Maße, glaube ich, da. Weil auf der Seite, wo ich sie gesehen habe, war ja nicht die normale Temu-Seite, war ja so eine andere Unterseite. Da war das halt schwer. Da hast du dann nur das Bild gesehen und konntest dann sagen, ja, nein. Hatte die Sicht okay. Sieht okay aus. Der soll ja in Gear 5 so ein bisschen anime-mäßig aussehen. Hätte ich jetzt eher schlimmer erwartet, muss ich sagen. Aber das gucken wir uns dann im genauen Video dann nochmal an. Wie das dann ist. Mit der Temu-Bestellung. Ja, viele meckern halt immer rum über Temu und billig und bah und hast nicht gesehen. Also ich krieg dafür jetzt kein Geld. Ich habe die Produkte mir nur aussuchen dürfen. Und das ist meine eigene Meinung. Bei meinem, was ich selber bestellt habe, war halt dieses USB-Ding kaputt. Und das habe ich auch so gesagt. Aber bis jetzt habe ich mit Temu eigentlich nur gute Erfahrungen. Die Flasche, die ich mir bei Temu bestellt habe, was jetzt hier das unterstützen soll, weil ich nicht immer in der Flasche dann machen will. Ja, die von Temu hält, die von Amazon blockiert. Ja, und die von Amazon hat das Doppelte gekostet. Selbst Xiaomi, ja, also Roboterersatzteile für den Xiaomi-Roboter, kriegt ihr bei Temu. Xiaomi hat da einen offiziellen Shop. Also viele denken immer, oh, das ist ein Billig-Shop und bla, Sylt. Wenn ihr nach Billig-Scheiße guckt, dann findet ihr Billig-Scheiße. Aber es ist wie Amazon. Ihr habt auch, also es sind auch namhafte Originale Händler, wie Xiaomi und hast du nicht gesehen, auf Temu vertreten und haben eine eigene Shop-Seite. Es ist nicht nur der Billigschrott.
Ja, also, aber ich brauche hier mir keine billig Fake AirPods kaufen, um euch die zu zeigen. Das weiß jeder, dass die Fake sind. Das weiß jeder, dass die schrecklich sind. Das brauche ich mir nicht holen. Ich hole mir Sachen, erstens, die ich brauche. Und zweitens Sachen, die ich unbedingt gerne testen wollte. Wie jetzt zum Beispiel der Zwerg, da habe ich jetzt gesehen, ein bisschen klein. Die Ruffy-Figur, auch ein bisschen klein, aber sieht gut verarbeitet aus. Gucken wir uns im dementsprechenden Video an. Die Controller-Halter oder Ständer, die ich gezeigt habe beim letzten Mal, die funktionieren immer noch. Davon werde ich mir auch nochmal einen oder so holen. Die sind super, aber dann halt nur den mit dem weißen Fuß, den kann man auch transparent bestellen, weil da ist es nicht die einzelnen Säulen, so, und das ist dann halt wie so ein U, das ist hinten noch richtig zu und dann hoch, das ist stabiler. Ja, also ich kann echt nur sagen, ich habe mit Temu gute Erfahrungen gemacht. Sehr gute Erfahrungen gemacht sogar. Und das ist meine eigene Meinung, Entschuldigung, ich kann da nichts dran ändern. Ja. Und ich bin mit Temu zufrieden und ich werde definitiv öfters noch bei Temu bestellen, auch selber noch bestellen, klar. Definitiv. Und wenn man Schrott bestellt, kriegt man Schrott, ist klar. Aber ich will ja keinen Schrott bestellen. Ich habe jetzt nur Sachen bestellt, die mich interessiert haben und die ich selber halt wirklich, wie gesagt, brauche. Also um die Mittelkonsole zu schonen, für die Sonnenbrille oben ran zu machen, weil die immer aus dem Handschuhfach und wenn Frauchen dann davor ist oder wenn wir da dann noch eine Tasche haben, wo wir Proviant drin haben, ist es halt blöde ranzukommen. Deswegen da oben ran machen, dass er halt schnell ran und ab geht bei der Fahrt. Wenn sie länger nicht braucht, dann kommt sie natürlich ins Etui und ins Handschuhfach. Ja, und noch, ja, das Ding hier, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, werde ich heute auch oder morgen heute noch ein Video machen und gleich testen. Ja, also eigentlich nur Sachen mit bei, die ich wirklich brauche und nutze. Das mit dem Totenkopf ist gut, die Spangen sind gut. Ich habe nur gedacht, dass der Totenkopf als Figur ist. Die haben die auch als Figur. Und die haben auch so eine Kuh und Groot und so zum Anhängen. Und dann so schaukelt der so an einem Spiegel sozusagen. Da wusste ich aber nicht, wenn ich doll fahre, ob das gegen die Scheibe dann immer knallt. Ja, und da hätte ich gerne noch den Totenkopf in so einer kleinen als Figur, als 3D-Figur. Nicht nur als Bild, sondern richtig als 3D-Figur. Da muss ich aber mal auf Temu noch ein bisschen schauen. Ich habe auch Schuhe gefunden mit Totenköpfen und eiskaltes Händchen und so. Ich habe Haufen coole Sachen gefunden. Ja? Mal gucken, was da noch geht. Auch Dekokram habe ich hier gefunden. Muss ich unbedingt auch noch bestellen. Für mein Opa da, Entschuldigung. Für mein Regal will ich mir unbedingt noch hier künstliche Pflanzen noch holen. Also Ranken holen, die ich hier ums Regal rummachen kann. Ja, vielleicht auch überm Sofa da noch künstliche Pflanzen holen, die dann halt darüber gehen, dass man das weiße Regal nicht so sieht und die Figuren, den Sockel nicht so, den Ansatz zum Sockel nicht so sieht, sondern da halt Pflanzen sieht und im Hintergrund sieht man die Figuren sozusagen. Um das alles so ein bisschen zu vertuschen. Ja, man muss ja nicht immer Regal sehen, man kann das ja auch ein bisschen vertuschen. Mal gucken. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wartet jetzt. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen und ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch die Produkte alle in die Videobeschreibung verlinken. Das Gute ist, dass ich halt, wenn ich das mache, halt auch direkt Links zu den Produkten kriege. Was ich, wenn ich selber bestelle, halt immer schwer zu machen ist. Weil dann sind die Links immer ewig lang. Hier sind sie halt schön kurz. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's